Hallo Leute, heute ist wieder Freitag und es ist Zeit für ein neues Video. Und heute habe ich mal wieder ein Buch für euch, das ich gelesen habe und über das ich unbedingt mit euch sprechen möchte. Und das ist von Joy Fielding, Im Koma. Mein Gott, also was das, also ganz ehrlich, so ein gutes Buch, ohne Scheiß. Es ist schon ein bisschen her, aber ich kann mich noch an alles erinnern, weil eigentlich auch nicht so viel passiert. Worum geht es in dem Buch? Es geht um eine Frau, die heißt Casey Marshall, und diese Frau ist mit einer Freundin beim Mittagessen, und die reden halt so über Frauenthemen und so weiter, und sie verlässt dieses Restaurant und weiß in dem Moment nicht, dass sie eigentlich in ihren größten Albtraum läuft. Sie geht in eine Tiefgarage, wo sie ihr Auto abgestellt hat, in ein Parkhaus. Dort hat sie ihr Auto abgestellt. Also man muss sagen, diese Frau ist mit einem Mann verheiratet, die sind sehr vermögend und so weiter, die haben sehr gutes Geld und so. Genau. Aber sie geht in dieses Parkhaus auf ihr Auto zu, und auf einmal kommt ein Auto auf sie zugefahren und fährt sie brutal über dem Haufen. Ja, also wirklich brutal. Sie hat eigentlich keine richtigen Überlebenschancen. Und sie liegt im Koma. Das Ding ist aber, sie liegt in einem Locked-In-Syndrom, so nennt man das. Das bedeutet, die Person ist im Koma, sie kann nicht sprechen, sie kann sich nicht bewegen, sie kann die Augen nicht öffnen, sie hat die Augen auf, aber sie sieht nichts. Aber sie kriegt halt alles mit. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Sie hat die Augen zu. Dass sie die Augen aufmacht, das kommt erst später, wenn das Erwachen einsetzt. Genau. Und ich weiß das, weil ich ja selber über Koma geschrieben habe. Und dieses Locked-In-Syndrom, genau. Also sie liegt praktisch da, sie kann sich nicht bewegen, sie kann sich nicht. Sie sieht nichts, sie kann nicht sprechen, gar nichts, aber sie kriegt alles mit. Ja? Das ist genau der Punkt. Sie kriegt alles mit, und in diesem Buch, es ist so genial geschrieben, weil dieses Buch spielt eigentlich nur in dem Zimmer, wo sie sich aufhält, und nur und alles, was passiert, ist, sie hört die Leute reden, wie sie mit ihr reden, weil sie, da kommen ja immer welche Leute zu Besuch und die unterhalten sich dann mit ihr, aber oft ist es auch so, dass praktisch mehrere kommen und dann unterhalten die sich miteinander und dann hört sie halt zu. Und die denken halt alle, die hören sie nicht. Ja? Und irgendwann, es wird dann auch so vermutet, dass das kein Unfall war, sondern Absicht. Ja? Und irgendwann passiert Folgendes, ihr Mann, der ist halt dann zu Besuch bei ihr, sitzt an ihrem Krankenbett, und auf einmal kommt ein anderer Mann rein und der sagt dann auf einmal so, hey, was machst du hier? So, und auf einmal verändert sich alles. Und auf einmal sagt er so, hey, so hättest du sie nicht einfach totfahren können? Und dann merkt sie, fuck, mein eigener Mann wollte mich umbringen. Ja, weil, das ist jetzt ein bisschen klischee-mäßig, ich weiß, weil wenn sie stirbt, bekommt er einen Haufen Kohle. So, der hat zwar auch gutes Geld und so, aber das ist richtig, richtig viel Geld, und sie will praktisch, also, und er hat da praktisch so einen Plan eingefädelt, dass sie praktisch ums Leben kommt, damit er irgendwie von der Versicherung da so viel Geld bekommt. Und sein Plan ist es, sie mit nach Hause zu nehmen zu sich, sie dort zu pflegen. Ja, der hat dann auch eine Pflegekraft eingestellt und so weiter. Und dann praktisch so nach einer gewissen Zeit sie dann da eben so sterben zu lassen, damit das aussieht wie ein Unfall. Und was er aber nicht erfährt, dass der Aufwachprozess, dass der immer mehr einsetzt und ihm die Zeit davonläuft. Und er hat dann praktisch jemanden organisiert, der sie umbringen soll, so ungefähr. Und das ist richtig, richtig, richtig gut, weil du erfährst so ihre Panik,
Ja, du erfährst auch so viel aus ihrer Kindheit dann, weil sie macht sich dann auch ihre Gedanken, da kommen immer mehr so Sachen hoch über ihre Geschwister. Ja, zum Beispiel eine Schwester, die ihr Leben überhaupt nicht im Griff hat, die irgendwie immer wieder Geld von ihrer Schwester bekommt, die drogenabhängig ist und so, und die kriegt jetzt irgendwie, und die hat auch irgendwie so einen kleinen Sohn, ja, und die besucht sie halt immer wieder und so. Und das ist schon, also das ist so gut geschrieben, ohne Scheiß. Und am Ende passiert es auch so, dass sie wird immer mehr wach und so, und am Ende spitzt sich das dann so zu. Da kommt dann so viel auf einmal, und es ist eigentlich, es wirkt alles so sicher, dass sie umgebracht wird und so. Und der Plan ist so idiotensicher eigentlich, aber es kommt dann am Ende alles ganz anders. Und es ist so ein mega gutes Buch, weil der Mann von ihr, es ist ehrlich gesagt, es ist so ein Drecksack eigentlich. Also man kann es eigentlich gar nicht so erklären, weil der macht da Sachen, zum Beispiel auch mit ihr. Also ja, weiß ich nicht, der nimmt dann ihre Hand, während sie im Koma liegt, und ja, keine Ahnung, ne? Und so. Und das ist halt schon, also es ist halt schon echt heftig. Und ich habe das Buch ein bisschen aufgeschoben gehabt, weil ich habe ja selber über Koma geschrieben, und das hat mich ein bisschen abgeschreckt, das so zu lesen, weil ich dann, aber ich muss sagen, jetzt wo ich das so gelesen habe, muss ich sagen, ich habe das selber sehr gut gemacht, und ein sehr, sehr gutes Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wenn du das Buch vielleicht kennst, dann schreib das einfach mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ja, gib dem Video einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne den Kanal, wenn es dich interessiert, weil ich möchte ja bis zum Ende des Jahres gerne 100 schaffen. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Würde mich echt freuen, wenn du mich da unterstützt. Und ich tue dir auch den Link zu meinem Newsletter unten rein, zu meiner Webseite, wo du dich eintragen kannst. Und dann würde ich mich super freuen, wenn du mich da unterstützt. Du bekommst immer einmal pro Monat eine E-Mail, was ich so als Autor treibe, wirklich nicht mehr. Du wirst da nicht zugespammt oder so. Würde mich echt freuen, wenn du dabei bist, wenn du mich unterstützt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag. Ciao.